Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Dragon Age 2 im Zeichen der Assassinen. Da haben wir jetzt in der letzten Folge dann doch einiges Interessante über die Qunari erfahren. Wie gesagt, das Qun ist nicht ein Geburtsrecht, sondern ein Glaube und sehr viele Elfen vor allen Dingen, das haben wir ja auch schon in Kirkwall gesehen, sind zu den Qunari und ihren Glauben übergelaufen, unter anderem eben auch Talis, die da zu einer besonderen Gruppe gehörte. Und einen Ausbilder hatte, der jetzt allerdings, ja, ich weiß gar nicht, das Qun verrät, weil er den Olesianern irgendwelche Informationen übergeben will. Und Talis behauptet, dass das, ja, großes Leid und Krieg zur Folge hätte. Da will sie gegen steuern und sagt aber, sie schafft es nicht alleine, weil sie muss ihren ehemaligen Lehrer, der wohl der Kopf dieser Verschwörung ist, den muss sie jetzt aus dem Weg räumen. Genau, so kann man das sagen, aus dem Weg räumen. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir da mitmachen oder, also Talis folgen, oder ob wir nicht mitmachen. Ich habe keine Ahnung, ob das auf irgendetwas Auswirkungen hat, aber natürlich folgen wir Talis. Das ist ja klar. Danke, okay. Ich danke euch. Ja, völlig klar, meine Gute, jetzt klicken wir dich mal an. Das hier ist also die Zuflucht. Soweit ich weiß, wurde sie von den grauen Wächtern gebaut. Ja. Dann bin ich überrascht, dass sie nicht voller dunkler Brut ist. Das ist wohl wahr. Wir sind noch nicht außer Gefahr. Oh, gibt's jetzt vielleicht noch dunkle Brut? Also gut, dann laufen wir jetzt mal weiter, Gruppen sammeln und weiterziehen. Ja, selbstverständlich. Die Zwillinge, so nennen die... Achso, das sind die beiden Tevinter-Statuen. So, jetzt sind wir also hier. Guck mal an, wie schön das ist, ja? Also, Orlé ist wirklich eine unglaublich schöne... Schöne Gegend, das ist so wie der Schwarzwald. Und ich liebe den Schwarzwald. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Meine Eltern hatten einen Wohnwagen dort. Hawk, ich hoffe, wir gewinnen. Ach Gott, Meryl. Das macht so viel Spaß. Ich bin froh, dass ihr mich mitgenommen habt. Das ist schön, das freut mich sehr. Das ist ja so aufregend. Du. Wir haben noch nie etwas gemacht, was so orlesianisch war. Ja, das was dran? Das ist ja so aufregend. Gut. Wir haben noch nie etwas gemacht, was so... Olesianisch war? Ja, und Bethany? Wehe, das ist eine Falle. Ach Mensch, miese Peterin, es ist doch wirklich schrecklich, Kind. Wehe, das ist eine Falle. Und, Tennis? Dieser Weg sollte uns wieder hoch zum Chateau führen. Okay. Und was dann? Ja. Dann halten wir Salit auf. Also gut. Herzog. Und mit aufhalten meint ihr... Überlasst das mir. Okay, alles klar. Der Herzog ist ja auch... Ah, da sind schon wieder... Ah, diese Viecher. Na, kommt ihr jetzt? Ich wusste seit unserer ersten Begegnung, dass ihr eine wertlose Ach, du Verräterin schon wieder. Seid. Nerv mich nicht. Wollt ihr das wirklich erneut tun? Dreckige Bäuerin, ihr habt mich gedemütigt. Ja, das war ja nun wieder klar. So. Herzallerliebste... Nur, warte mal. Mach du mal nach da oben einen Feuerball. Bethany, du machst auch da, warte mal. Du machst da oben auch einen Feuerball. So. Ich schmeiß den Federhandschuh auf den Herrn Allange. Und du greifst die Wache an, meine Gute. Wieso hast denn du deine Dings nicht? Komm, du greifst hier so an. Genau. Also dann. Und los geht's. Ja, komm her, komm. So, Herr Allange. Ja, komm. Das finde ich immer schön, wenn der im Stein ist. Komm her. Ja. Los, 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 los. Und dann haben wir den auch schon gleich, den Herrn Allange. Aber wir müssen trotzdem weiterkämpfen. Wie komme ich denn da hoch? Komm mal her. Oh, was mache ich denn aber auch? Was bist du für einer? Du bist ein Harlekin. Diese Harlekine sind übel. Ah, ich bin umgeflogen. Harlekin. Also Harlekin scheint etwas zu sein, was auch zaubern kann. Unangenehme Zeitgenossen. So, dann haben wir den Harlekin. Wie sieht es denn aus mit unserer Gesundheit? Noch geht's. Oh, schon fertig? Das muss man ihm lassen. Oh, schon fertig.
Diese Harlekine sind wirklich übel. So, Herr Allange. Ja, Schwert, Schild, verzierter Ring. Ich wollte doch gucken, wir haben doch irgendwo einen neuen Stachel. Stachel? 48? 16 Naturschaden? Chance auf Regeneration von Gesundheit? Stachel? Ja, Die Frage ist, macht das jetzt Sinn? Nee, ich finde nicht wirklich. Höheres Amulett. 22 Gesundheit. 71 Angriff. Was hast du für das höheres Amulett? Achso, das war jetzt irgendwie nicht so. Komm, wir geben dir das höhere Amulett. Genau. Und vielleicht geben wir dir hier das... angenagter glänzender Ring. Gesundheit. Heilungsrate. Ja komm, wir geben dir den da. Genau. So, keine Ahnung, ob das Sinn macht. Jetzt haben wir die also zerlegt. Wo geht's jetzt weiter? Warte mal. Da kann man noch irgendwie hoch, habe ich den Eindruck. Dann machen wir das auch. Ach so, ja gut, da waren wir ja schon. Meine Güte, so, dann geht's jetzt wie weiter? Wir gucken uns hier erstmal alles in aller Seelenruhe an. Vielleicht finden wir da irgendwelche Dinge. Hör ich dann Wivern? Das könnte natürlich auch noch sein, dass wir uns noch einmal mit einem Wivern schlagen müssen. Okay, dann geht's hier zurück, würde ich denken, oder? Da ist nichts, was wir finden könnten. Dann gucken... Ah, guck mal, da geht's schon zum Schloss. Jetzt laufen wir erstmal hier hoch. Da sind da wieder die Gasten. Gasten. Nein. Doch, Gasten. Guck. Komm her, Rohling. Komm her, Gast Rohling. Ja, immer mit den Gasten schlagen. Da kommen immer mehr. Dann hauen wir den mal ein Fläschchen rein. Komm her, Rohling. Ich sehe ja nicht allzu viel. Also machen wir mal den hinterhältigen Angriff. Hundi ist auch beschäftigt. Jo, komm her. Komm her, der ist jetzt einmal im Gefängnis. Das ist fein, das ist immer gut. Meine Magier machen so viel Feuer und Wind, dass ich überhaupt nichts sehe. Bösartiger Gastling. Komm her. So, noch ein bösartiger Gastling. Komm, Rachefeldzug. Komm her. Und hinterhältiger Angriff. Dann haben wir auch diesen bösartigen Gastling. Komm mal her. Haben wir denn diesmal keinen von diesen... Mastern? Nein. Gut. Okay. Das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Nicht ein bisschen Beute. Glaube ich das? Was klingt denn da so komisch? Irgendwas klingt da komisch? Okay. Dann würde ich denken, wo müssen wir denn eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn mit unserem Journal? Das Herz der vielen? Okay. Ja, da waren wir jetzt schon überall. Dann latschen wir jetzt hier lang, würde ich vorschlagen. Da gibt es zwei Wege und da gibt es irgendwo Feinde. Was ist denn das? Oh, lass uns da mal hinlaufen. Was passiert da? Hallo? Das ist doch bestimmt ein Wivern, oder? Oder ist es ein Drache? Es ist ein Wivern. Okay. Komm, auf geht's, Wivern. Rucki zucki. Komm her, auf geht's. Nicht, dass ich irgendwas sehen würde. Komm her, schön weiterschlagen. Schön weiterschlagen. Aber das ist nicht Leopold, oder? Bist du Leopold? Nein. Oh, wenn der zulangt, dieser Wivern. Komm her, und nochmal. Oh, ich bin tot. Ach, da sind jetzt auch noch Gasten. Ja, wunderbar, gut zu wissen. Ist irgendjemand in der Nähe von mir? Bethany, versuch mich mal. Ich sehe nicht, wo ich liege. Da liege ich. Also dann gibt es eine Runde Mythals Gunst. Dann kann ich wieder aufstehen. Das ist fein. Komm, dann greifen wir erstmal den Rohling an.
Hab schon wieder. Der Wevon ist auch tot. Komm her, auf geht's. Ja, verflixt ihn aber auch. Schlag doch. Henna, schlag bitte. Bethany halt. Oh, komm her, Rowling. Erpa. Und noch einer. Gastling. Komm her. Jetzt bist du dran. Hinterhältiger Angriff. Und die Zwillingsfangzähne. Und du musst weitermachen, Henna. Ehrlich. Meine Güte. Wo sind das viele? Komm her, machen wir mal diesen Gast Rowling hier. Rachefeldzug. Wo bist du, Rowling? Schön weiterschlagen, Henna. Nicht aufhören. Also ist noch irgendwo ein Gastling? Komm her. Jo, und jetzt hier geht's weiter. Okay. Dann haben wir sie jetzt. Tyvol hat mir immer Geschichten über Wyvern erzählt. Was für Geschichten? Solche, in denen es heißt, gehen niemals auf Berge, auf denen sie jagen. Dabei sind schon ganze Clans der Dalish verschwunden. Okay. Sie hatten nie ein glückliches Ende. Außer für die Wyvern, schätze ich. Mhm. Ja, jetzt brauche ich eine Verletzungsausrüstung. Also dann, trinken wir mal eine. Hundi ist irgendwie auch gefallen. Jetzt, wo wollten wir eigentlich hin? Genau, wir wollten hier einmal rumlaufen. Hallo, Hundi. So, ich hoffe, das waren jetzt alle von diesen Gasten. Und nicht noch irgendwie ein blöder Wyvern. Hm. So, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da sind wir hergekommen. Dann wird es ja wohl da weitergehen. Vermute ich zumindest mal. Ja, das sieht gut aus. Ich weiß nicht, haben wir da hinten schon? Das haben wir alles schon angeguckt. Okay. Gebirgsfahrt. Ja, also dann gehen wir da mal hoch. Und da hat es gespeichert, habe ich gesehen, rechts. Da sieht man immer kurz das Speicherzeichen. Ah, das sieht mir schon wieder so aus, als würde es einen Kampf geben. Ja, gar nicht mal. Doch, na also. Da kommen sie. Kunaris kommen. Okay, ich denke, dass wir da mal mit dem Fellfeuer arbeiten werden. Ein Talwaschow-Offizier. Oh. Schmeißen wir euch ein Fläschchen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt versuche ich es nochmal hier. So, komm her. Hinterhältiger Angriff. Upsala. Vielleicht sollte ich auch mal mit dem Bogen arbeiten. Das könnte eigentlich auch nicht schaden. So, jetzt haben wir den Offizier. Den haben wir. Jetzt bist du dran, mein Freund. Ja, komm her. Zwillingsfangzähne. Hanna, nicht aufhören. Zum Kuckuck aber auch. Du nimmst bitte mal einen Trank der Wiederherstellung. Oh, haben wir dir noch gar nicht ins... gelegt. Komm mal her. Trank der Wiederherstellung. Nimmst du mal den Trank der Wiederherstellung? Ist da noch irgendwo... Das sind alles Talwaschoth. Dann werde ich hier mal aushelfen. Komm her. Hinterhältiger Angriff. Jupidei. So. Komm her. Dann gibt's... ein Fläschchen. Oh, oh, verfehlt. Ja, doofi. Ich habe einen erwischt. Schreit da irgendjemand? Das ist schön. Wir wollen mal hoffen, dass es nicht bei diesem einen bleibt. So, da ist noch einer. Komm mal her. Die schmeißen immer mit den Sperren. Das finde ich wirklich übel. Oder ein Talwaschoth? Ich kann sie einfach nicht voneinander unterscheiden. Talwaschoth. Wie Salit. Nur, dass sie sich verkaufen. Er muss in der Nähe sein. Okay. Also. Das hat sich jetzt nicht sehr gelohnt. Finde ich. Dann machen wir da mal weiter, oder? Danke, dass ihr euch zu dem hier entschlossen habt. Ja, Talis ist. Ich hoffe nur, dass das gut. Keine weitere List ist, um euretwillen. Gibt es denn noch irgendetwas, womit. Der Tag ist noch jung. Mhm. Wir wissen nicht, was passiert. Das ist wohl wahr. Ja, wir folgen hier einfach mal dem Weg. Es gibt weit und breit nichts zu sehen. Ah, Talwasser. Da ist der Anführer. Da ist der Anführer. Okay, dann wollen wir mal hoffen, dass wir mit dem klarkommen. Ergreift den Anführer lebend, heißt es.
Okay, wir versuchen nochmal dieses komische... Ich will den aber eigentlich nicht lebend haben, wenn ich ehrlich bin. Ich will, dass der möglichst... Komm mal her. Das macht keinen Sinn so. Komm mal her. Hannah. Komm her, los. Ich sollte auch mal hier meine... Oh, wo sind sie? Da ist der Anführer. Komm her, du kriegst noch ein paar mit den Zwillingsfangzähnen. Wo ist er denn jetzt? Hinterher, Hannah, hinterher. Oder kommen noch mehr? Okay, dann gehen wir jetzt mal auf den Bogen. Dann gehen wir jetzt mal auf den Bogen. Nehmen wir mal den Langbogen der Avar. Und dann hauen wir dir mal... Ah, Mensch, Hannah! Ah, ist doch doof, Mensch. So, okay, dann schießen wir erstmal den hier ab. Komm her. Dann kommen hier wieder neue. Ja. So, können wir hier irgendwas mitnehmen? Nein. Keine Angst, Hilfe ist unterwegs. Oh, Hundi ist schon... Komm mal her, wir schießen auch mit dem Bogen. Ja. Oh, da ist irgendwo ein Cerebas. Da ist der Cerebas. Komm mal her, Cerebas. Komm, auf geht's. Schieß einfach, Hannah. Ja, komm. Ja, los geht's. Mal eine Runde Bogen, auch nicht schlecht. So, ich... So, noch mehr. Ich glaube, da oben ist noch einer. Das ist der... Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt. Keine Angst, Hilfe ist unterwegs. Da oben ist wieder dieser... Komm mal her. So. Du bist, glaube ich, dieser Anführer, ne? Nein, ein Teil Bashoth bist du. Berstenden Pfeil, oh, das brauchen wir gar nicht. Also wir rennen hier jetzt einfach mal weiter. Keine Angst, Hilfe ist unterwegs. Keine Angst, Hilfe ist unterwegs. Komm mal her. So, und... Lanze des Bogenschützen. Oh, die hauen alle auf Hundi. Komm mal her. Tulmult wäre ja gar nicht schlecht. Komm her. Ja, da ist wieder der Anführer. Ich weiß gar nicht, auf wen ich da jetzt eigentlich schieße, aber es ist auch egal, wir schießen einfach weiter. Gott, die machen einen Wind hier, meine Magier, es ist unglaublich. So, dann werden wir hier mal eine Runde... Ich sehe wirklich überhaupt nichts. Komm, Lanze des Bogenschützen, jeppa. Ja, wir hauen mal schön rein. Ja, ich schieße weiter auf den Anführer. Einer weniger, der ja, einer weniger. So. Da haben wir alle. Da oben sind ja noch mehr. Ich glaube ich das. Ist da wieder irgendwo ein Cerebas? Nein. Also gut, wir schießen weiter mit dem Bogen. Machen wir mal vielleicht den Pfeilhagel da rein. Komm her. Ja, schön weiterschießen, Hannah. Da hinten kommt noch einer, glaube ich. Meine Güte, sind das viele. Ist ja wohl der Hammer. Okay. Ah, bist du der Boss? Oh, ich glaube ja. Atas Shokra Ben Hasraf. Ebala Maras Ben Dar Salit Asit. Aha. Zataref Barek. Alat Kafir Abbas. Atas Raval. Panahedan. Upsala. Und was hat er dir jetzt gesagt? Salit ist bereits hier. Mhm. Er trifft den Herzog am Fuße des Berges. Dann gehen wir in die falsche Richtung. Mhm. Wir müssen dort hinunter, bevor es zu spät ist. Okay. Ja, dann ist das klar. Wir müssen da hinunter, bevor es zu spät ist. Das werden wir auch machen. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge.
Keine Beute, kein Loot, das ist immer schade. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.